Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gelesen, jetzt ist es soweit. Die große Abrechnung. Hat sich das gelohnt oder nicht? Das gibt es nach unserem Intro. Vor gut 11 Monaten haben wir uns die Frage gestellt, unser Auto kommt nicht, was machen wir? Da stellten wir uns die Frage, Alternative. Wir wollten ja campen fahren. Was machen wir? Mieten wir uns ein anderes Auto für die Zeiten, wenn wir immer unterwegs sind? Kaufen wir uns ein anderes Auto? Gehen wir nochmal in die Bulli-Verlängerung, weil wir hatten ja zu dem Zeit den Bulli, wobei das war die erste Sache, die wir ausgeschlossen haben, weil es war ein guter Markt da, um halt wirklich zu sagen, damit kann man abschließen mit dem Bulli und wie gesagt, man hat es mitgekriegt, weil wir waren ja nicht mehr auf die Ebene, wie ihr die ersten Reisevideos gesehen habt, wie in Norwegen. So war der Bulli nicht mehr aufgebaut. Er war zwar vom Sitzvergnügen war er besser, aber vom Schlafen, das ist halt einfach nicht schön, wenn du nicht ausgeruht bist, weil das ist ja das, wir müssen uns ausruhen. Sonst war der Bulli natürlich super. Ja, wie ihr wisst auf jeden Fall, wir haben uns für ein Ersatzfahrzeug entschieden oder beziehungsweise ein Alternativfahrzeug, was wir erstmal gekauft hatten. Und das heißt, wir wollen das jetzt mal ein bisschen beleuchten. Was hat das Ganze so gekostet? Genau, weil viele haben gesagt, lohnt sich das, ist doch Wahnsinn. Im Endeffekt haben wir, das können wir abschließen, wir haben tatsächlich 2 Kastenwagen innerhalb von... Die sind 11 Monaten auf jeden Fall, oder 10 Monate. Naja, wenn wir jetzt den mal nehmen, zwischen wann wir den gekriegt haben, das war im April und im Dezember haben wir den zweiten, in 8 Monaten. 8 Monate haben wir 2 Malibus gehabt. Und dazu gibt es auch bald noch ein Vergleichsvideo. Mit unterschiedlicher Technik, daher denke ich, können wir dazu was sagen, wie wir das so sehen. Genau, weil wir können ja sagen, wir haben wirklich eine lange Zeit einen Absorber mit Gasheizung getestet. Und ja, das gibt es aber alles später. Jetzt gucken wir in die Abrechnung. Es heißt immer, über Preise spricht man nicht. Über Geld spricht man nicht. Wir tun das aber hier mal. Weil es ja doch bekannt ist. Also wie viel kostet ungefähr ein Malibu? Wir sind hier in einem sehr hohen Preissegment, was einen Kastenwagen angeht, was ein Van angeht, oder ein Reisebu hier. Natürlich sind wir, das ist ja noch Billigklasse. Naja, das ist klar. Ja. Aber wir gucken einfach mal. Wir haben für unseren ersten Wagen, genau, unseren Kuwi, den blenden wir euch gerade ein, das ist der Kuwi mit dem Absorberkühlschrank. Da haben wir bezahlt, mit Zulassung muss man allerdings sagen. Es ist alles immer mit Zulassung, weil das in Corona-Zeiten war das ein bisschen schwieriger. Also wirklich den Schlussstrich, so wie das wir wirklich an Geld bezahlen. 71.870 Euro. Wir gehen jetzt nicht auf die Centbeträge ran. Ich wollte gerade sagen, man kann das ein bisschen runden. Genau. Dazu kommt im Endeffekt jetzt eine Benutzung, die wir ja gehabt haben. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir den Wagen verkaufen, ist das für einen Festpreis. Aber gewisse Kilometer müssen sein und ein gewisser Zeitraum muss dazu sein. Genau. Da können wir sagen, unser Händler kam uns auf jeden Fall super entgegen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Also genau. Das war toll. Und es hat reibungslos funktioniert. Viele sagen ja, naja, ob das dann so funktioniert. Nein, es hat funktioniert. Ja, gewisse Händler sind schwarze Schafe. Unser Händler ist kein schwarzes Schaf. Das können wir sagen, weil er hat sich an der Sache gehalten. Und auch wir waren dort sehr, sehr vorbildlich und haben das Fahrzeug gut gepflegt, haben es picobello sauber wieder hingebracht. Also der war sogar so sauber, den konnte man direkt wieder anbieten. Also klar, eine Autowäsche vielleicht nochmal, aber das war es dann auch schon. Also, und deshalb war alles auch nur provisorisch im Kuwi. Genau. Auf jeden Fall für dieses ganze Benutzen haben wir im Endeffekt, da ist aber auch ein Einbau einer Dieselheizung anteilig dabei. Ne? Es gab für das neue Fahrzeug. Für das neue Fahrzeug war da dazu drin, waren wir bei 5.700 Euro. Das heißt, insgesamt haben wir da 77.570 Euro für dieses ganze Kladderadatsch bezahlt. Genau, also im Endeffekt ist es ganz einfach so gewesen, dass wir da einen Verlust, sage ich mal, von 4.913 oder 4.914 Euro gemacht haben. Genau, weil der Buggy, der hätte hier 72.650 Euro gekostet. Genau. Da
wie gesagt, fehlt jetzt die Differenz zu dem, was wir ja da eben gerade genannt haben. Also ganz ehrlich, knappe 5.000. Genau, wir runden das mal auf. Also 5.000 Euro haben wir dafür bezahlt, dass wir halt vorübergehend ein anderes Auto hatten, haben es aber auch gut genutzt. Und man darf auch eins nicht vergessen, dieses Fahrzeug stand uns jederzeit zur Verfügung. Es ist ja unser Fahrzeug gewesen. Also wir hatten es vor der Tür, wir konnten spontan uns entscheiden, so, wir fahren jetzt weg. Und wir haben auch viele Reisen damit gemacht. Wir haben jetzt mal ein bisschen dagegen übergestellt, wenn wir uns ein Fahrzeug mieten, da muss man sagen, das steht einem ja dann nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Genau, das ist das Erste, ob man dann überhaupt rankommt. Genau. Wir haben so einen Mittelwert gezogen. Wir waren auf einer Seite, wo ein Malibu-Van angeboten wird. Richtig. Das mussten wir schon in Relation setzen, haben aber einen Mittelwert genommen. Und da ist tatsächlich so ein Grundpreis von sage und schreibe 178 Euro oder 179 Euro für eine Nacht. Genau. Kostet das. Also das muss man rechnen. Hast aber 300 Kilometer. Das muss man dazu sagen. Gut, dann muss man nochmal halt sagen, da muss man auch so ein bisschen gucken, wenn man einen Unfall hat oder sowas, wie ist das mit der Selbstbeteiligung, will man die nochmal ein bisschen runterschrauben und so weiter. Also das kommt gegebenenfalls ja dann auch noch dazu. Das muss man auch noch sagen. Ne? Wir hatten in unserem eigentlichen Vergleich, wie Alternative hatten, oder das haben wir beim QA gesagt, da sind wir von 69 Euro in Asien. Ich habe wirklich nochmal nachrecherchiert, wie blöde, ich habe auf keiner vernünftigen Seite mehr so ein Angebot bekommen. Aber 69 Euro ist dann wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum, wenn, also da muss man halt dann auch gucken, wenn man sagt, okay, man würde es die gleiche Zeit mieten wie wir, also über die 8 Monate, dann hast du natürlich auch noch einen anderen Preis. Vielleicht geht es dann runter, auf jeden Fall. Wir haben jetzt 58 Tage, haben wir gerechnet. Das war so ungefähr das, was wir auf jeden Fall weggefahren sind. Da kamen noch sicherlich ein paar Tage dazu. Ne? Genau, die konnten wir jetzt nicht genau mehr aufschlüsseln. Wir wussten jetzt im Juni die große Tage, wir wussten im Mai, genau. April, aber da kommen noch einige mehr. Wir haben also aber auch aufgerundet 58 und da haben wir, hätten wir gemietet, sage und schreibe 10.400 Euro bezahlt. Da muss man schon sagen, haben wir die Hälfte dann gespart, wenn man das mal so sieht. Genau. Jetzt sind wir mal fair. So viel Fairness, sagen wir jetzt, sind wir fair. Ja. Wir bleiben bei, dass man ein super Angebot gehabt hätte und auch vielleicht für 5.000 Euro hätten wir das gekriegt. Dass wir 5.000 Euro auf dieser ganzen lange Zeit, vielleicht hätte das ein Händler mitgemacht. Wollen wir mal nicht ausschließen. Mag sein. Also ein Vermieter. Das heißt, wir haben im Endeffekt plus minus null. Das heißt, wir haben null Verluste. Es war genau die richtige Entscheidung für uns. Weil wir wollten reisen. Ob das für andere eine Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ist natürlich immer ein Risiko, so ein Fahrzeug zu kaufen und dann wieder zurückzuverkaufen. Aber klar, der Markt gibt es aktuell her, dass ihr euch ein Zwischenfahrzeug erstmal nehmen könnt. Wenn der Händler mitspielt, macht das alles vertraglich richtig. Ja. Und dann könnt ihr wirklich es genießen. Weil, was könnte passieren, wenn ihr es nicht macht? Oder was hätte uns passieren können? Das werden wir euch jetzt mal ins Detail erklären. Wir haben mit Leuten gesprochen, wir verfolgen die Szene, 2021 Fahrzeug bestellt, tja, 2022, 2023, keiner weiß, wann es kommt. Kommt das Fahrzeug, weil ihr wisst es, das haben wir jetzt schon so oft erklärt, es hat Probleme bei den Herstellern, Fiat, Mercedes, da gibt es ein großes Werk, jetzt haben wir durch Zufall etwas bei Erwin Hümer gelesen. Hoffen wir mal nicht, dass das auch noch eine große Welle schlägt. Da geht es um Gewicht auf jeden Fall. Genau, dann haben wir natürlich die Zulieferer, Tedford, Dometic mit den Herd-Kochplatten und so weiter und so fort. Ihr merkt, es ist ein großes, großes Problem, alles durch das große C. Es ist nicht hohes C, es ist das große C, also sprich Corinna macht viel Probleme. Und da sind alle Hersteller gleich, so viel Fairness wollen wir jetzt auch machen. Es ist kein Schöndrehen der Sache mit Malibu und dass das Fahrzeug nicht so geliefert worden ist. Das hatten wir auch zwischenzeitlich mal gehört. Das ist ein ganz anderes Thema, das ist einfach eine Kommunikationssache, die wirklich schlecht läuft. Und da haben wir leider auch gerade das negative Beispiel. Aber, und da komme ich jetzt wieder zurück, es ist momentan nicht auszuschließen, wann kriegt ihr euer Fahrzeug? Wenn ihr damit leben könnt, dass ihr sagen könnt, mein Gott, 2023 reicht mir vollkommen aus oder 2024, wobei ich das nicht hoffe, das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Aber dass ihr aber sagen man könnt, weiß es halt nicht. Ihr könnt lange warten, dann ist das für euch natürlich nichts, dann könnt ihr es nicht. Aber wenn ihr sagt, nein, wir möchten auch reisen, wir möchten das genießen, dann kann ich euch empfehlen, fragt bei euren Händlern nach, ob die ein Fahrzeug haben, wo ihr sagen könnt, auch damit könnte ich einfach leben. Vielleicht ist es auch so ein Einstieg zu sagen,
ich kaufe dieses Fahrzeug, weil im schlimmsten Fall, es gibt viele Verkaufsmöglichkeiten, dass du ja das neue Fahrzeug dann zurückgibst und sagst, nein, das möchte ich nicht. Auch das kann man ja vertraglich hinlegen. Das ist Na ja, klar. wenn alles schlimm ist und du sagst, dieses Fahrzeug gefällt mir hier gar nicht, ich habe mich völlig verkauft, kann man ja ausprobieren. Wir bereuen es auf keinen Fall, das gemacht zu haben. Nee. Wir hatten eine super Zeit in unserem Kuwi. Wir hatten das Auto ständig da. Immer dann, wenn wir los wollten, ging es sofort los. Also es hat gut geklappt dadurch. Da könnte man natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, hättet ihr das nicht, dann hättet ihr auch nicht so viel Geld ausgegeben, weil wir hätten wahrscheinlich keine 60 Tage und mehr gereist. Aber dadurch waren wir auch flexibel und frei. Und das ist ja das, was unser Ziel ist. Wir wollen ja kein Fahrzeug mieten, sondern wir wollen ja flexibel sein und nicht immer wieder gucken müssen, oh, ist das Fahrzeug frei oder wann kann ich es kriegen? Und ach nee, jetzt hat jemand anders das und dann hast du wieder einen ganz anderen und ja. Und das hat ja oft genug Leute schon gesagt, wann lohnt es sich, ein Wohnmobil zu kaufen? Genau. Über 60 Tage. Wir hatten ja nur einen kurzen Zeitraum. Die ersten 3 Monate waren gar nicht da. Da waren wir mit dem Bulli unterwegs. Ja. Das heißt, wir sind wirklich über 60 Tage, weitaus über 60 Tage immer unterwegs. Deshalb lohnt sich das für uns ein Kauf. Ein Mieten lohnt sich da auf keinen Fall. Mieten wäre auch bei uns noch ein Nachteil gewesen. Wir müssten ja dann auch wieder das ganze Auto immer wieder packen und so weiter. Das heißt, du bist ja erstmal einen Tag grundsätzlich erstmal im Gange, um dieses Auto wieder zu befüllen, damit das, damit du damit losfahren kannst. Also es ist für uns auf jeden Fall keine Alternative gewesen. Genau. Für uns war das eine Alternative. Wir können es euch einfach nur sagen. Damit haben wir auf jeden Fall dieses Thema abgehakt. Das ist die große Abrechnung. Wie gesagt, wir haben, wenn wir fair sind, ein Plus-Minus-Null-Geschäft, das heißt, hat sich alles rentiert, rechnen wir, dass du wirklich immer wieder die Tage holst, wenn du mietest, dann zahlst du den normalen Preis, dann haben wir sogar knappe 5.000 Euro gespart. Es war auf jeden Fall kein Minusgeschäft und das ist das für uns Wichtige. Ich glaube, das war es soweit. Das reicht aus für die Information. Wie gesagt, ihr habt schon gehört, es gibt noch viele, viele Informationen. Wie gesagt, die Vergleichsvideos und so weiter und so fort. Wir bleiben hier auf dem Kanal auf jeden Fall immer dran. Reisevlog, das dauert jetzt noch ein bisschen. Da kommen jetzt hier 2-3 Wochen wahrscheinlich keins, weil wir keine Reisen geplant haben. Eher was Technisches und so weiter. Also und rund ums Wohnmobil. Und deshalb wundert euch nicht, wenn vielleicht auf einem Mittwoch mal kein Video kommt. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.